So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play OMSI 2 mit der Blechbüchse. Diesmal etwas schneller, weil ich durch Zufall auf ein YouTube-Video gestoßen bin im offiziellen Forum von unserem guten Alex, aka Alter, der immer hervorragende Busse released. Und da gab es ja mal vor nicht gar nicht allzu langer Zeit den Lias in mehreren Versionen. Und unter diesem Video war ein Download-Pack mit ebenfalls dem Lias-Pack, allerdings mit einem Zusatz, und zwar die Gelenkbus-Version. Darum habe ich mich entschlossen, kurzfristig nochmal ein Video aufzunehmen. Passend dazu, auf Stettin wollte ich schon immer mal fahren, sprich wir fahren jetzt die Linie 57, es geht in 8 Minuten los und wir fahren mit dem neuen Lias-Gelenkbus, der im offiziellen Forum noch nicht im offiziellen Download zur Verfügung ist. Ich werde nachher einfach mal das Video verlinken, wo dann auch die Download-Links drüber sind. Man steht hier schön im Gelenk. Dann guckt man nach hinten. Dann guckt man nach vorne. Die Fenster gehen natürlich auch auf. Ja, teilweise auch. Man hat hier die Seite Fahrerkabine. Das Wechselgeld ist hier. Und da ist die Durchreiche auf der rechten Seite, wo die Leute die Fahrscheine kaufen können. So. Dann haben wir hier das Liniensystem in Russisch. Marschroute ist die Linie, das Ziel und die Route. Hier werden die Ansagen weitergeschaltet oder halt über dieses Knöpfchen mit dem Tonband und dem Lautsprecher. Der Bus hat 4 Türen. Das Haltesignal ist auf der rechten Seite in Orange. Wobei ich festgestellt habe, es leuchten immer die 3 hinteren Türen, wenn noch nur in einer aussteigen will. Hier oben haben wir dann noch eine Klimaanlage, die steht auf 21 Grad. Schmeißen wir mal an. Jo, ansonsten ist das gehabt wie bei dem alten DS auch, ein schönes Display. Anlassen ist E für Elektronik an. Dann muss man dieses Knöpfchen hier mit dem T drücken und dann kann man den Motor starten. So, die sind nur noch 6 Minuten, das verkürzen wir jetzt ganz schnell mal eben. So. Gucken wir nochmal, ob jemand mit will. Schönen guten Tag. Hallo. Guten Abend. Fahre ich ja schon hier fast blind. Hier oben ist der Fahrplan, der ist übrigens standardmäßig hier unten an der Tür. Muss man jetzt mal draufklicken. Und wir fahren 20 Minuten. Dann geht's auch los. Następny przystanek Niemcewicze. Es ist also angenehm leise, der Bus. Wie gesagt, Stettin bin ich noch nicht so häufig gefahren, die 57 öfter. Das ist meine Teststrecke hier. Mir gefällt die Stadt, ist sehr angenehm zu fahren. Ist mal was anderes, man versteht zwar von den Ansagen nicht viel, aber das ist in dem Fall dann ja relativ gut. Ein bisschen beim Schalten vom ersten in den zweiten Gang. Der hört ja auch wirklich nicht. Und die Fahrgäste haben immer gute Laune. Los, Opa, sieh zu da. Oh, jetzt kommt die auch noch alle oder was? Standardmäßig die Türen werden so angesteuert, wie man es gewohnt ist. Hallo. Die erste, zweite Tür. Die dritte Tür ist auf der Tastaturbelegung von der Haltestellenbremse.
Weil die vierte habe ich noch nicht rausgefunden. Die bediene ich dann immer über das über die das Motorenbrett. Następny przystanek. Bogu chwały. Wie ihr seht, drei Lampen leuchten. Wahrscheinlich will wieder nur an einer bei einer aussteigen. Kann ich mich hier aussteigen? Ich würde ganz gerne jetzt aussteigen. Ich würde sagen, das war der Nachläufer. Wir haben aber Platz für neue Fahrgäste. Guten Abend. Amen. Guten Abend. Guten Abend. Ich muss erst mal gehört, ich habe viele Busse länger als andere geringe Busse. Następny przystanek. Cyryla i Metodego. Und das wie für Alter typisch ressourcenfressend. Normalerweise fahre ich hier mit knapp 30 Frames durch. Następny przystanek 1 maja. Also die Träger sind manchmal ein bisschen tricky hier. Nicht da, wo das Haltestellenschild steht, sondern manchmal muss man 200 Meter weiterfahren. Następny przystanek Wilcza Wiadukt. Wie habe ich in dem Bus ja auch immer das Gefühl, dass ich wesentlich schneller bin, als ich es tatsächlich fahre. Keine Ahnung warum. Als Repaints ist übrigens nur eins dabei, nämlich genau das, was ich hier drauf habe. Ich müsste noch mal gucken, ob da Templates dabei sind. Weiß auch nicht, ob die Warschauer oder die Stettiner die erst einsetzen. Następny przystanek. Pasterska. Die Kurve ist übrigens fies, wenn man von oben runterkommt und richtig mit Schwung da rein will. Dann schreien die da hinten. Zetern Mordio.
Ich denke mal, ich werde jetzt nach und nach die Linie abfahren, weil, wie gesagt, die Map gefällt mir einfach. Und Gladbeck kommt erst in ein paar Wochen das nächste Update mit dem Moviepark raus. Lohnt sich also meines Erachtens momentan nicht, da ein Let's Play zu machen. Bleiben wir auf Stettin, hier haben wir genug zu sehen. Ich werde sicherlich den einen oder anderen Bus finden, den ich noch nicht so häufig bewegt habe. Wobei, ich habe ja auch eine Version vom Lion City quasi mit Gasantrieb. Als eigenständiges Add-on. Oder als eigenständigen Mod, besser gesagt. Den kann ich dann beim nächsten Mal benutzen. Das ist im Prinzip der normale Lion City halt nur mit so einem dicken Kasten auf dem Dach. Und den gibt es auch in Stettin. Mit Stettin Repaint. Ich glaube, ich habe heute wieder einen Knoten dazu. Ich habe noch kein Bier getrunken oder ähnliches. Aber der Bus fährt sich sehr gut. Dafür ist ein anderer rausgeflogen, und zwar der, den ich in dem Let's Play benutzt habe zum Gletscherhof. Ist auch schon lange, lange her. Da war ja noch diese ganz moderne Version dabei. Jetzt haben wir nur, also zwei verschiedene Ausführungen und Baureihen, aber halt alle in dieser Optik hier. Wo gibt es hier noch Tagfahrlicht? Das muss ich noch mal rausfinden, welche Taste das dann ist. Kann auch sein, dass es als Stand nicht gedacht ist, aber... Die halbe Minute, die wir gerade rausgefahren haben, stehen wir jetzt in der Ampel. Ja, die Ansagen schalten übrigens nicht automatisch weiter. Das muss man, wie bei allen Bussen von Alter, standardmäßig per Hand machen, wenn man das Skript nicht abändert. Also auf vier Gelenkbusse, von denen ich weiß, die momentan akkurat zu spielen sind. Das ist einmal der NL aus dem Grundspiel, der 530G von Alter, der Lias hier von Alter und der Icarus, der 280er. Wenn ich einen vergessen haben sollte, sag Bescheid. Guten Tag. Guten Abend. Damit meine ich jetzt nicht diese Spaßbusse wie diesen GG und den Dreifach-G da. Bei der GG würde mich vermutlich nochmal interessieren, aber so ein. Weil so solche Megaliner, also solche Megabusse haben wir hier in Hamburg, ja. Następny przystanek Bandurskiego. Wetter habe ich natürlich, wie es gerade in Warschau ist. Letztens auch schon gestanden. Stunden um Stunden. Müssen wir gleich wieder reintreten, um die zwei Minuten dann wieder auszuholen. Doch haben die Fußgänger ja alle Freigang. Die Fußgänger
gleich grün. Nehme ich auch einfach einen der kurzen, die erst beim nächsten Mal. Und ein zentraler Schließknopf zumindest, der wäre schon mal nicht schlecht. Następny przystanek Aksentowicza. Następny przystanek Kormoranów. Następny przystanek Rostocka. Mir scheint, bin ich hier der einzige Ziehharmonikerbus, der unterwegs ist, oder auf Neudeutsch Gelenkbus. Seit dem letzten Video nicht großartig was passiert. Wir warten alle auf den Patch 2.1 und hoffen, dass die Nachladezeiten, wie versprochen, sich tatsächlich minimieren oder nicht mehr spürbar sind. Mal gucken, ob sie das hinkriegen. Dann auf das Gelenkbus-Add-on für Hamburg. Das ist dann auch schon mal 3 Video lang mindestens. Wir haben auch wieder schön die Stadt zu fahren. Das heißt, eigentlich sind es mindestens 4 Videos, weil wir müssen ja dann ausprobieren, inwiefern die Fahrzeuge wie versprochen auch auf anderen Strecken ohne Probleme fahren lassen, also sprich inklusive Ansagen und dem ganzen Kram. Ich habe es gestern nochmal mit dem Schnellbus probiert. Linienweiterschaltung, alles kein Thema, aber Ansagen ist nicht. Aber die Hamburg-Ansagen funktionieren. Merkwürdig. Also ich
fahre hier übrigens Pedal to the Metal, ne? Also bis zum Boden gleich durchgetreten und die Kiste kommt kaum aus dem Arsch. Następny przystanek. Czeska. Następny przystanek. Łączna na żądanie. Następny przystanek Warszawa Kościół. Następny przystanek Warszawa Szkoła. Wo denn bitte? Hä? Sind Sie doof? Der fährt ja toll. Pappnase, wenn ich dich gebremst hätte, wärst du jetzt gerade durch die Frontscheibe geflogen. Idiot. Następny przystanek Szwedzka. Następny przystanek Warszawa.
Ja, dann sind wir gleich am Ziel. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Diesmal war das Video etwas kürzer, die Route war etwas kürzer. Dafür gibt es hier aber auch durchaus Strecken, die sind erstmal eine Stunde unterwegs. Da werde ich dann das durch zwei teilen. Also eine halbe Stunde mehr will ich euch dann nicht am Stück beanspruchen. Da geht es noch einmal links rum. Dann müsste man auch gleich die Haltestelle sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch... Ja, meckern erstmal noch. In dem Fall, als ich dies aufnehme, ist der 30.04. Also wünsche ich euch einen schönen 1. Mai. Wer das später sieht, was auch immer gerade anliegt. Wochenende, Feiertag, Geburtstag, keine Ahnung. So. Bremse rein, Türen auf. Fertig. Bis die Tage.